Bei den Bayern knallen gerade die Sektkorken. Monatelang waren die Bosse Kahn und Brazzo überall kritisiert worden. Monatelang gab es in München nichts als Drama. Levi-Poker, Pokaldesaster, der Champions-League-Knockout gegen Villarreal. Da hat die Fans auch der Meistertitel nicht getröstet. Und jetzt? Jetzt ist Partytime in München. Denn eine Reihe Top-Transfers später kann der FC Bayern endlich in Ruhe arbeiten. Oder? Fast. Warum für Trainer Nagelsmann gerade jetzt Probleme drohen, erklären wir euch jetzt. Intro ab. Mané, Gravenberch, Masrouri und jetzt auch noch De Ligt. Innerhalb kurzer Zeit ging es vor allem für Hasan Salihamidzic von Zero to Hero. Bayern hat diesen Sommer richtig auf den Putz gehauen. Und noch ist die Transferphase ja nicht vorbei. Corona-Sparkurs, das war mal. Und für viel Geld gibt's eben auch viel Qualität. Jeder der Spieler ist eher früher als später ein Anwärter auf einen Stammplatz. Besser geht's für einen Verein nicht. Denkt man. Denn genau da liegt ein Problem, das noch richtig für Zündstoff sorgen könnte. Wenn man neue Stammspieler holt, was passiert denn dann mit den alten? Fangen wir mal hinten an. Da kommt jetzt Matthijs de Ligt, ein Topstar für sehr viel Geld. Der will spielen. Aber wer neben ihm? Hernandez, noch teurer gewesen und vermutlich erste Option. Dann gibt es aber noch Upamecano, der mit großen Ansprüchen nach München kam. Und Pavard, der gerne Innenverteidiger wäre und nach dem Masrouri-Transfer nicht mal sicher sein kann, ob er weiter Rechtsverteidiger spielen darf. Auf der 6 scheint Kimmich gesetzt zu sein. Und dann? Goretzka hat sich gerade erst am Knie verletzt, fällt wochenlang aus. Die Chance für Gravenberch. Goretzka wird aber zurückkommen und dann wollen eben beide da spielen. Ein gestandener Nationalspieler und ein überragendes Talent, das von allen Topclubs gejagt wurde. Vorne wirbelt Mané jetzt alles durcheinander. Der ist zunächst mal ein Flügelspieler, wie Sané, Coman oder Gnabry auch. Er kann vorne zentral spielen, das würde aber auch Gnabry gerne machen. Und was ist mit Musiala, wenn Flügel und Sechs besetzt sind und in der Mitte der ewige Müller steht? Bei alledem werden jetzt viele Fans sagen, ja mein Gott, das ist eben Konkurrenzkampf. Das ist bei Profis normal, das tut der Qualität so gut wie sonst nichts anderes. Und das ist natürlich auch absolut nicht falsch, nur normal war es da zuletzt eben nicht. Bayern hatte letztes Jahr einen Stammkader von 14 bis 15 Spielern, alle anderen waren ganz eindeutig Ersatzspieler. Die meisten der eben genannten Stars konnten sich sicher sein, wenn ich fit bin, spiele ich. Ein eingespielter Block, kein Ärger, klare Hierarchie, das war der Plan. Und die neue Herangehensweise? Am besten jede Position mit ungefähr gleich guten Spielern doppelt besetzen. Ständiger Wettkampf, Rotation, keiner hat einen Platz sicher. Trainer Nagelsmann hat jetzt mal so richtig Luxus. Und so richtige Luxusprobleme. Erstmal sportlich, klar, wen stelle ich diese Woche auf? Aber eben auch menschlich, denn Bayern ist eben ein Top-Verein mit Top-Spielern. Mit Top-Egos. Unzufriedenheiten und eingeschnappte Topstars werden sich nicht vermeiden lassen. Im schlimmsten Fall droht Ärger. Und wo landen alle Beschwerden? Bei Nagelsmann. So ruhig wie letztes Jahr wird es für ihn nicht mehr werden. Der ehemalige Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld hat einmal erklärt, dass ein Hauptteil seines Jobs darin bestand, dass er Einsatzzeiten von Spielern geschickt ausbalancieren musste. Und wie wichtig es war, den Stars auf der Bank möglichst schonend beizubringen, warum es diesmal nicht für die erste Elf gereicht hat. Das ist jetzt auch Nagelsmanns Job. Denn wer so einen Luxuskader bekommt, der muss liefern. Die FCB-Bosse haben finanziell vorgelegt. Sie erwarten jetzt Erfolg. Kann Nagelsmann in die Fußstapfen Hitzfelds treten, dann ist er wirklich ein großer Trainer. Kann er es nicht, knallen in München schnell wieder die Türen statt die Sektkorken. Was sagt ihr dazu? Wird der Konkurrenzkampf im neuen Bayern-Kader wieder größeren Erfolg bringen oder sorgt er eher für Probleme? Wie würde eure Stammelf aussehen? Ab in die Kommentare damit und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.